Wir haben unser Logistikzentrum in Siebenlehn erweitert, um die Wünsche unserer Kundschaft noch besser und noch schneller zu erfüllen. Von April 2022 bis Juli 2023 wurde daher auf unserem Grundstück in Großschirmer fleißig gewerkelt. Nach 15 Monaten ist das Projekt nun erfolgreich abgeschlossen und deswegen wollen wir mit euch gemeinsam einmal zurückblicken. Wir zeigen euch die Logistikerweiterung im Zeitverlauf. Am 28. März 2022 fand der feierliche Spatenstich statt. Vertreter aus Politik und Wirtschaft, Journalisten sowie unsere Burda Commerce CEO Alice Tepfenhardt und Burda CEO Martin Weiß waren vor Ort, um den Baubeginn symbolisch zu besiegeln. Einige Tage später starteten die Bauarbeiten. Zu Anfang wurde der Boden begradigt und die erste Tragschicht für die Hallensohle aus Split auf dem Boden aufgetragen. Im Juni 2022 wurden die Betonfertigteile und Stützen für Tore, Träger und Wände aufgestellt. Der Stahlbau startete dann einen Monat später im Juli 2022. Hier wurden Stahlkonstruktionen fürs Dach und die Wände eingesetzt, die als stabiles Grundgerüst dienen. August und September 2022 arbeiteten die Kolleginnen und Kollegen unseres Bauunternehmens vor allem am Dach der Logistikerweiterung. Außerdem wurden Türen, Tore und Fenster eingesetzt. Ende September gab es kein Loch mehr in der Wand. Die Außenhülle inklusive Dach und Fassade der neuen Halle war fertiggestellt. Als nächstes war der Boden der neuen Halle dran. Denn den gab es ja bis dato noch gar nicht. Also nichts wie ran. Der Boden wurde geglättet und die Hallensohle, also quasi das Fundament, aus Beton gegossen. Zwischen November 2022 und Januar 2023 widmeten wir uns der technischen Grundausstattung, also Strom- und Medienanschlüsse sowie Blitzschutz und vieles mehr. Im Februar 2023 wurde schließlich die Wand zur bestehenden Logistikhalle abgerissen und das alte mit dem neuen Gebäude verbunden. Auch ein sehr spannender Moment. Einen weiteren Meilenstein erreichten wir einen Monat später. Im März 2023 nahmen wir die neue Halle erstmalig in Betrieb, denn da fand der Umzug unseres Wareneingangs in die Erweiterung statt. Aber wo wird die Technik anschließend gelagert? Zum Beispiel in dem neuen Schmalganglager, das im April 2023 fertig aufgebaut war. Dann setzten wir zum Endspurt an. Im Außenbereich wurde der neue Hof fertig gepflastert und am 2. Juli 2023 feierten wir mit dem Logistik Day die Eröffnung der neuen Halle. Viele Cyberport-Mitarbeitende reisten mit Familie nach Siebenlehn, um sich das tolle Bauprojekt einmal selbst anzuschauen und die Erweiterung zu feiern. Und so sieht unser neues Logistikzentrum in Siebenlehn aus. Das waren wirklich 15 spannende Monate. Wir bei Cyberport sind begeistert von unserer neuen Logistikhalle. Mit der verdoppelten Lagerkapazität und der Optimierung der Lagertechnik sind wir bestens für die Zukunft gewappnet. Den Cyberport-Mitarbeitenden in Siebenlehn steht außerdem eine modernisierte Arbeitsausstattung zur Verfügung und die Kolleginnen und Kollegen freuen sich über ihre neuen Räumlichkeiten. Büros, Meetingräume, Umkleiden, Cafeteria und Co. wurden nämlich auch erneuert und sind richtig schick geworden. Das war unser Rückblick. Wie hat euch unsere Zeitreise gefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.